Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits und direkt zum DAX. Ja, der hat ja mit Schwung den Ausbruch nach oben geschafft aus diesem Aufwärtstrendkanal. Das heißt, wir sehen eine Rallye-Beschleunigung und über das alte Allzeithoch bei knapp 12.400 Punkten hinaus. Es kam vor 2 Wochen zu diesem Ausbruch, dann gab es einen kurzen Rücksetzer in Richtung Ausbruchsniveau und danach diese Trendbeschleunigung. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diese Trendbeschleunigung setzt sich fort. In dem Fall darf der DAX nicht mehr unter 12.400 Punkte zurückfallen, möglichst auch nicht unter 12.600 Punkte. Dann sehen wir die nächsten Wochen einen steileren Aufwärtstrend. Die zweite Möglichkeit wäre, dass es sich hier um eine finale Übertreibung handelt. Dann würde der DAX zuerst unter 12.600, dann unter 12.400 fallen und schließlich unter 12.000 Punkte. 12.000 ist die entscheidende Marke. Wenn die nicht verteidigt werden kann, dann haben wir hier wahrscheinlich wirklich die letzte Übertreibung nach oben gesehen und dann sehen wir eine größere und längere Korrekturphase, Mindestziel 11.400 Punkte. Das ist hier unten. Ich gehe davon aus, im Zweifel für den Angeklagten, also dass es weiter aufwärts geht. Ich bin mir allerdings bewusst, dass am deutschen Aktienmarkt die Stimmung bereits überkocht und ja, wir nähern uns einer Situation ähnlich wie im Frühjahr 2015, wo es dann erstmal eine ganze Weile nicht mehr aufwärts ging. Solange er die 12.000 hält, sind solche Sorgen allerdings wirklich verfrüht. Aber den DAX muss man sich genau beobachten, weil es eine Entwicklung gibt, die wirklich gefährlich werden kann für den DAX und die kommt aus China. Schauen wir uns das mal an. Hier unten haben Sie den Hang Seng Index. Hongkong, der ist ja noch relativ, was heißt relativ, der ist ja noch ziemlich bullish. Allerdings kann man das Kursgeschehen seit Ende 2015 als bärischen Keil auffassen. Das würde bedeuten, dass der Hang Seng auf dem Absatz kehrt macht und nach unten durchbricht. Solange hier keine Trendumkehr geschieht, kann dieser Keil aber jederzeit nach oben aufgehebelt werden. Dann ist es kein Keil mehr und dann ist dieses Warnsignal auch weg. Das heißt, den Hang Seng werde ich eng beobachten, aber ich werde noch keine bärischen Prognosen abgeben. Beim Shanghai-Index hier oben sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und das sieht wirklich bärisch aus. Das sind die festlandschinesischen Aktien. Und ja, Sie sehen, die ganze Aufwärtsbewegung seit Anfang 2016, die ist im Gegensatz zum DAX oder S&P 500 sehr schwach verlaufen. Diese längerfristige Abwärtstrendlinie konnte zwar geknackt werden im März, April, aber umgehend erfolgte der Rückfall in diesen alten Abwärtstrendkanal. Das heißt, wir haben es hier mit einer großen Bullenfalle zu tun. Anschließend wurde die Aufwärtstrendlinie gebrochen, die seit Anfang 2016 bestand hat, also seit über einem Jahr. Und das heißt für mich, der Index will nicht nach oben, der will nach unten. Jetzt gibt es noch eine letzte Unterstützung hier bei etwa 3050 Punkten. Die ist noch nicht nach unten gebrochen. Die gerät aktuell allerdings schon wieder unter Beschuss und ja, gestern Schlusskurs 3056 Punkte. Ehrlich gesagt, das wird eine knappe Kiste und ich rechne damit, dass der nach unten durchbricht. Und dann wird es wahrscheinlich auch für den DAX haarig. Das ganze Kursgeschehen beim Shanghai-Index seit Oktober ist bis jetzt erstmal eine Seitwärtsbewegung. Aber sollte die 3050er-Marke oder 3040er-Marke tatsächlich nach unten brechen, dann haben wir hier eine Trendwende. Dann ist das ein Doppeltop und dann geht es hier wirklich mit Schwung nach unten und ich kann mir nicht vorstellen, dass es den DAX völlig kalt lassen wird. Von daher ist eine Beobachtung der China-Börsen aktuell Pflicht. Könnte sein, dass sich in einigen Wochen wieder Schockwellen aus China über die ganze Börsenwelt verbreiten. So wie wir das mal im Sommer 2015 gesehen haben. Schauen wir uns die US-Leitbörse an. Da ist derzeit wirklich nichts zu erkennen von einer bevorstehenden Trendwende.
Bullenmarkt ist völlig intakt. Wir haben hier Mitte April einen schönen Ausbruch nach oben gesehen. Der wurde zunächst konsolidiert, seitwärts. Jetzt ging es weiter auf knappe neue Allzeithochs. Und aktuell sind wir schon wieder in der Konsolidierung. Das zeigt mir, der Index will nach oben, aber er braucht sehr viele Pausen zwischendurch. Also er hat nicht mehr diese Kraft und Dynamik, die er im Herbst hatte. Es ist aber auch verständlich, weil hier eine große Rallye stattgefunden hat bereits. Der Index ist einfach ein bisschen müde geworden. Macht aber nichts, solange er noch Kraft für neue Allzeithochs hat. Wir haben am Dienstag einen Inside Day gesehen, das heißt, diese rote Tageskerze hüllt die vorangegangene Tageskerze komplett ein. Verzeihung, Outside Day, ein Outside Day. Und diese Outside Day bedeutet, dass wir in eine ein- bis zweiwöchige Konsolidierung münden. Die hat bereits begonnen. Ich hoffe, dass sie seitwärts geht. Bisher macht es allen Anschein, dass diese Konsolidierung nur seitwärts ablaufen wird, also kein Grund zur Panik. Ich kann Ihnen das mal zeigen, wie das am Ende aussehen wird. Wir hatten hier Ende April auch so einen Outside Day, also eine rote Kerze hüllte eine vorangegangene, meist weiße Tageskerze völlig ein. Danach ging es eine Woche seitwärts und danach ging es hoch auf neue Allzeithochs. Ja, sowas Ähnliches erwarte ich jetzt auch. Verschnaufpausenzeit 1 bis 2 Wochen vom Outside Day gerechnet. Und danach dürfte die Kraft wieder reichen für neue Allzeithochs. Maximales Konsolidierungsziel würde ich denken 2370 Punkte. Ich glaube aber nicht, dass wir so weit runtergehen. Es sei denn, China macht wirklich mit einem Crash von sich reden. Aber bislang taucht das Thema noch nicht mal in den Newslettern überhaupt auf. Von daher ist aktuell die Gefahr gering, dass sich hier eine Schockwelle um den Börsenglobus verbreitet. Ja, und zu guter Letzt schauen wir uns noch den Edelmetallmarkt an. Silber sieht wirklich angeschlagen aus. Fehlausbruch nach oben, Dreiecksausbruch nach unten und jetzt ist sogar diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang 2016 nach unten gebrochen. Sieht für Silber wirklich nicht gut aus. Es sei denn, der Silberpreis schafft es, ganz schnell diese Aufwärtstrendlinie zurückzuerobern. Beim Goldpreis sieht es besser aus. Auch da haben wir eine Bullenfalle gesehen und einen heftigen Abverkauf. Aber zumindest hält diese innere Trendlinie seit Anfang 2017 noch. Und auch die Aufwärtstrendlinie seit Anfang 2016 ist noch völlig intakt. Bei den Minen sehen wir eine interessante Entwicklung. Hier ist die Aufwärtstrendlinie seit Anfang 2016 temporär gebrochen worden. Aber dieser Ausbruch nach unten wurde sofort gekontert. Das heißt, hier könnte sich mit etwas Glück sogar eine kleine Bärenfalle ausbilden, die für eine deutliche Erholung im Minensektor sprechen würde. Allerdings muss man hier wirklich vorsichtig sein. Wie gesagt, Silber sieht bärisch aus, Gold sieht leicht angeschlagen aus. Ob die Minen sich in diesem Umfeld wirklich behaupten können, das muss man wirklich abwarten. Wäre das der Fall, teilweise trotz weiter fallender Metallpreise, wäre dies wiederum ein gutes mittelfristiges Zeichen für den Edelmetallsektor. Aktuell ist für mich die Datenlage gemischt. Wie gesagt, Silber sieht bärisch aus, Gold angeschlagen, aber noch bullisch. Der Minensektor gleichfalls angeschlagen, aber noch bullisch. Und ich würde hier einfach erstmal abwarten, was sich hier in den nächsten Wochen tut. Stimmungstechnisch sind wir trotz der starken Abverkäufe noch nicht in einem Bereich, wo jetzt zwingend eine Trendwende nach oben oder eine Zwischenerholung erfolgen müsste. Von daher, ja, abwarten ist wahrscheinlich hier das Beste. Bei dem gesamten Edelmetallsektor wird es sich in den nächsten Wochen entscheiden, ob dieser Sektor in den alten Bärenmarkt zurückfallen will oder ob er die bullische Entwicklung des Jahres 2016 und teilweise 2017 doch fortsetzen möchte. Ich denke, die Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Ja, fassen wir es kurz zusammen. Gold und Silber hatte ich gerade angeführt. DAX bullisch, solange er oberhalb von 12.000 Punkten bleibt, mit der Gefahr, dass die China-Börsen hier die Show vermasseln.
S&P 500 in einer Konsolidierung vor neuen Allzeithochs, die wir nicht vor nächster Woche sehen werden, aber zumindest sind hier neue Allzeithochs wahrscheinlicher als ein Durchbruch nach unten. Ja, und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.